der Medienvertreter begrüßt Sie herzlich zur Pressekonferenz nach der Regionalliga Gruppenspiel mit dem VfT Schall, dem Berliner Fußballclub Dynamo, welches 1:2 endete. Die offizielle Zuschauerzahl des Spiels nochmals von den Medienvertretern 1.175. Begrüßen Sie meiner rechten Seite den Trainer vom VfT Dynamo, Herrn Brückmann Kulitsch, und zu meiner linken den Trainer des VfT Schall, Michael Himmisch. Bitte nun zuerst den Trainer unserer Gäste und seine Einschätzung zu dem Spiel. Bitte, Herr Buch. Ja, uns war die Schwere der Aufgabe von Anfang an bewusst. Ich denke, es war ein Spiel, wo es ja, viele Meter gemacht worden sind von beiden Mannschaften. Die Grundvoraussetzungen natürlich für unsere Seite auch schwer. Wir sind heute Morgen halt um 7 losgefahren und wenn man 4, 4,5 Stunden im Bus sitzt, es ist dann natürlich auch für das Team sehr schwer. Wir wussten, dass durch die herbe Niederlage in Jena natürlich Klauen auf Wiedergutmachung war, sich hier voll reinhauen wird und dass sie das natürlich auch von der Spielweise her wiedergutmachen möchten. Deswegen denke ich, hat meine Mannschaft gut dagegen gehalten. Wir können uns insgesamt an unserer Defensive natürlich bedanken, die über 90 Minuten einen fantastischen Job gemacht hat, wirklich sich da in jeden Zweikampf reingehauen hat. Wir waren im Endeffekt in der ersten Halbzeit auch brutal effektiv. Ja, also Plauen hat uns nicht viel angeboten und das, was wir bekommen haben, haben wir dann auch genutzt. In der zweiten Halbzeit muss ich schon meinem Team ein bisschen den Vorwurf machen, dass wir zu tief gestanden sind, dass wir nicht mehr so früh attackiert haben und auch Kontermöglichkeiten nicht erspielt haben. Deswegen war es immer bis zum Schluss ganz eng. Wir können froh sein, dass der Anschlusstreffer sehr, sehr spät fällt. Ich denke, wenn der Anschlusstreffer einen Tick früher fällt, wird es hier nochmal ein richtig heißer Kampf. Aber insgesamt fahren wir jetzt wieder 4 Stunden zurück, sind zufrieden, dass wir 3 Punkte mitnehmen können, haben eine kleine Serie, 3 Spiele, 9 Punkte. Und da sind wir natürlich auch als Aufsteiger sehr, sehr zufrieden. Dankeschön. Danke, Herr Trainer des VfC Dynamo. Seine Einschätzung spielt nun der Planertrainer Jacques Hiebisch. Ja, natürlich erstmal, wie sich das gehört, Glückwunsch an den WFC für den Sieg. Ich denke, in der ersten Halbzeit war es ein Match auf Augenhöhe. Ich glaube, dass beide Mannschaften ihre Chancen hatten. Der Unterschied war, dass der WFC die Chancen eiskalt genutzt hat. Wir konnten sie leider nicht nutzen. Sind natürlich mit 2-0 Rückstand, mit dem Rücken zur Wand wieder nach oben gegangen, obwohl ich denke, dass es ein vernünftiges Spiel unserer Seite war. Nicht perfekt, sicherlich fehlerbehaftet, aber die Mannschaft wollte diese Fehler immer wieder ausbügeln. In der zweiten Halbzeit, denke ich, haben wir gezeigt, dass wir das Spiel drehen wollen, dass wir trotz des Rückstandes da nochmal rankommen wollen. Unwahrscheinlich Moral gezeigt. In der Qualität muss man natürlich sagen, dass dann im letzten Drittel hier und da die Genauigkeit gefehlt hat bei der Mannschaft. Nehme ich der Mannschaft auch nicht übel, sondern sie hat entscheidend versucht, dort das Ding zu drehen, hat dann noch eine Möglichkeit genutzt und ich sehe es genauso, es war einfach ein Zacken zu spät, dass man hätte noch mehr riskieren können. Im Grunde sprechen die Ergebnisse, so wie sie für euch momentan sprechen, sprechen sie derzeit halt nicht für uns. Für mich ist aber das Entscheidende und da muss ich wirklich sagen, Hut ab vor dieser Truppe, wie sie mit Leidenschaft versucht, die Ergebnisse wieder zum Positiven zu wenden, nach so einer Klatsche wie letzte Woche. Da muss ich sagen, wenn wir da dranbleiben, dann werden wir die Ergebnisse auch wieder sehen, die wir gerne haben wollen. Und da mache ich mir auch keine Sorgen. Die Jungs sind sehr charakterfest und wissen, was sie wollen. Und das heißt, dass wir auf dem Platz wieder Punkte für Blau holen wollen. Danke, Herr Präsident. Gibt es von den anwesenden Medienvertretern Fragen? Michael Himmisch, du hast nach dem Spiel den Schiedsrichter angesprochen. Was hast du dem gesagt? Und Kulminationspunkt 59. Minute, Elfmeter oder nicht? Es ist müßig, über die Schiedsrichter zu diskutieren. Also es ist natürlich, man als Trainer seiner Mannschaft auch immer in gewisser Weise mit Brille auf, sieht natürlich dann Entscheidungen, wenn es nicht so läuft, auch für sich dann benachteiligt. Es ist mir zu müßig, dort jedes Mal drüber über die einzelnen Szenen zu diskutieren, einfach deswegen, weil sie
weil sie uns jetzt im Nachgang nichts mehr bringen. Ich könnte mich jetzt wahrscheinlich aufregen und hätte dann einen ordentlichen Puls und hätte keinen Bock mehr auf den Tag, um zu beenden. Aber wir haben ja 2-1 verloren und im Grunde ärgert mich mehr diese Möglichkeiten, die wir in der ersten Halbzeit hatten. Weil das ist der Bereich, den wir verändern können. Im Bereich des Schützenschlusses können wir ganz, ganz schwer verändern. Ich denke schon, das ist nur Gefühl, dass da in der Balance der Entscheidungen natürlich viel für den BFC gegangen ist, aber ich würde dem Schiedsrichter um Gottes Willen nicht unterstellen, dass da ein Bewusstsein dahinter ist. Und wir müssen die Tore machen und letzten Endes ist es gleich wie im Trinkenspiel. Da haben wir die gleichen Diskussionen mit dem Co-Trainer, der da pfeift und dann geht es hin und her. Akzeptieren, letzten Endes sind es die Dinge, den Ball über die Linie bringen. Das ist das, was uns weiterhilft. Alles andere ist Peanuts, hilft uns nicht weiter. Vielen Dank. Ich habe hier geschickt zwei Fragen. Wenn das nicht der Fall ist, bedanke ich mich. Das nächste Heimspiel haben wir auf 10 Plan am 19. Oktober. Wann das Pokalspiel von Sachsen beim FSV Zwickau stattfindet, ist noch nicht durch den sächsischen Fußballverein entschieden. Ich wünsche unseren Gästen gute und schnelle Einreise beiden Mannschaften in den nächsten Spielen der Regionalliga-Saison. Viel Erfolg und alles Gute. Bis zum nächsten Mal, Ihr Plan, sage ich Dankeschön und auf Wiedersehen.